Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. YouTube ist zwar eine sehr coole Plattform, aber auch hier gibt es sehr, sehr viele Dinge, die mich daran nerven, beziehungsweise an YouTubern oder YouTube-Nutzern. Und die wollen wir uns heute anschauen. Da wären schon mal alleine diese vielen Links in einem Video. Ich meine, da schalte ich das Video ein und ich werde erstmal zugeballert mit Abonnieren, Like, Facebook-Seite, Instagram-Seite, Twitter-Seite, bla 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 bla, boom. Man kann zwar immer diese Anmerkungen ausschalten, aber das ist auch irgendwie doof. Ich weiß nicht warum, aber ja, also ich meine, warum? Warum macht man diese scheiß Links dann nicht einfach in die Endcard? Dazu ist sie doch da. Im Prinzip ist es ja sogar schlecht für den YouTuber selbst, viele Links in seinem Video zu haben. Weil man will ja, dass die Zuschauer dieses Video schauen und nicht auf meine Facebook-Seite gehen. Also ich will natürlich schon, dass jemand auf meine Facebook-Seite geht, aber im Moment möchte ich, dass du mein Video schaust. Und danach kann ich dir sagen, ja, so heißt meine Facebook-Seite. Oh, und was auch extrem nervt, ist, wenn YouTuber einfach mal ultra viel Werbung für sich selbst machen. Zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Ja, noch so und so viele Tage, bis das und das erscheint. Da wäre ein gutes Beispiel die Lochis für ihren neuen Song Mein letzter Tag. Der ist zwar jetzt schon draußen, aber bevor er draußen war, wirklich einfach auf Instagram und Facebook wurde man einfach zugeballert mit dieser scheiß Werbung. Irgendwann habe ich mir gedacht, Leute, ich weiß es. Okay, jetzt für alle Lochis-Fans. Ich habe nichts gegen die Lochis, ich bin selber ein riesen Lochi-Fan, aber das hat wirklich genervt. Oh, und dann werden da diese Kommentare unter Videos von anderen bekannten YouTubern. Oh Gott, das ist zwar extrem verlockend, weil dann natürlich viele draufschauen, aber es ist einfach extrem nervig, wenn ich ein Video von jemandem sehe und ich will die Kommentare sehen, also die Meinung von anderen und dann nur so, hey, ich weiß, die Werbung nervt extrem, aber ich habe einen neuen Kanal gestartet und ja, schaut doch mal vorbei. By the way, ich habe für meinen Kanal nie Werbung unter anderen YouTubern gemacht. Ich habe ihn einfach nur im Real Life an andere Leute, meine Freunde und so weiter gesagt. Die haben es an ihre Freunde weitergesagt und die Abonnenten, die ich schon hatte, haben es an ihre Freunde weitergesagt und so weiter. Aber ich habe nie unter irgendeinem YouTuber geschrieben, schaut mal bei mir vorbei, ich brauche mehr Abos. Das ist einfach sowas von niveaulos und ich frage, Gott, früher war alles besser. Meiner Meinung nach sind solche Leute einfach nur Schlaumeier, die einfach nur Aufmerksamkeit wollen. Das ist so, oh. Und das Schlimmste ist, wenn dann jemand darauf antwortet, auf so einen früher war alles besser Kommentar und diesen YouTuber quasi irgendwie verteidigt oder so, dann beleidigen diese anderen Leute einen gleich als 12-jähriges Kiddie. Was geht bei denen schief? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich einfach unfassbar. Woher wollen denn die bitte wissen, wie alt ich bin? Ich könnte 5 sein, aber ich könnte auch ungefähr 80 sein. Okay, 80 ist schon eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich sind das aber wirklich selbst nur so kleine Kinder, die sich irgendwie erniedrigt fühlen und sich jetzt freuen, ja im Internet kennt mich ja sowieso keiner, also kann ich da mal ordentlich rumspacken. Ich habe jetzt extra gesagt wahrscheinlich, weil ich es natürlich nicht weiß, aber ich vermute es einfach. Und das kennt ihr bestimmt, wenn irgendwelche Leute aber die Videos von anderen bekannten YouTubern klauen und bei sich hochladen. Das ist aber so nervig, wenn ich ein bestimmtes Video suche und dann kommen einfach mal 100.000 andere Versionen dieses scheiß Videos. Wenn das Originalvideo allerdings gelöscht ist und der andere Nutzer dazu schreibt, von wem das wirklich ist und dazu schreibt, dass das Original gelöscht ist, dann ist das nochmal was anderes. Aber in allen anderen Fällen einfach nur klickgeil. Der nächste Typ ist so ähnlich wie der früher war alles besser Typ und heißt, die sind einfach nur geldgeil Typ. Mann, Leute, die bei anderen YouTubern drunter schreiben, ja, die machen das sowieso nur noch wegen des Geldes. Boah, die machen auch gar nichts mehr selbst, habe ich gehört. Oh, Mediakraft macht für die alles selber. Die stehen nur noch vor der Kamera und machen sonst nichts mehr. Oh mein Gott, Alter, woher wollen denn die bitte wissen, wer oder was diese scheiß Videos macht? Und wenn man dann schreibt, dass man schon glaubt, dass sie alles selber machen, dann bekommt man gleich sowas zu hören wie, boah, Alter, du naives 12-jähriges Kiddie, also wieder genau das 12-jährige Kiddie. Und auch da kann man einfach nichts anderes dagegen tun, als einfach nicht antworten, einfach ignorieren. Und zum Schluss haben wir noch die
total offensichtliche Produktplatzierung. Wenn einfach komplett auffällig ein Produkt in die Kamera gehalten wird, was überhaupt nichts mit dem Video zu tun hat. Oh Leute, ich habe hier sogar übrigens ein iPhone. Oh mein Gott, das ist so cool. Das ist von Apple. Das kann so viele coole Sachen. Ey, das ist so eckig und oh, diese Kanten. Oh, genau die richtige Größe. Oh mein Gott, Alter. Oh. Also ich habe nichts dagegen, wenn mal im Hintergrund eine Cola oder so oder ein Apple oder Samsung oder was weiß ich Produkt rumsteht. Aber wenn es aber sowas von offensichtlich ist, das ist so ein Scheiß, Alter. Ja, jetzt wäre eure Meinung mal gefragt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so nervig an YouTube findet, ob ihr mir da in manchen Punkten zustimmt. Fände ich cool, ich würde es mir gerne durchlesen. Und jetzt ist Platz im Video für Facebook und Twitter. Hier unten, und zwar sind die Links dazu in der Videobeschreibung. Genau, wenn ihr allerdings noch andere Videos von mir sehen wollt, dann kommt ihr hier zu meinem letzten nervige Dinge, das war einfach so allgemein nervige Dinge, glaube ich. Das ist schon urlange her. Und hier zu meinem allerletzten Video überhaupt. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.